ich versuche mal hier irgendwo einen zu finden. Boah, was sind diese Fix? Alter Vater. Die haben Angst vor dir. Okay. Wie die Katze hier gerade abgeht. Wie geil ist das denn bitte? Ich glaube, das ist gar keine Katze. Komm mal an den Anfang des Waldes. In welchen Anfang? Wo bist du überhaupt? Wo bin ich? Da, wo wir reingegangen sind, bin ich. Ja, das weiß ich doch nicht mehr, wo wir reingegangen sind. Ja. Egal, ich finde dich schon irgendwie raus. Schau, da ist zum Beispiel was, wo abgebaut wurde. Das heißt, ich bin schon mal auf einem guten Weg. Das ist richtig. Das musst du mir da angucken, die Katze geht voll ab hier. Da vorne, das kenne ich auch, da ist die Kohle, die ich gefunden habe. Die haben wirklich Angst, die sind scheu vor viereckigen Menschen. Ja. Ich hätte auch Angst vor so einem viereckigen Menschen, ganz ehrlich, das ist voll komisch. Ja, das ist wirklich ein bisschen seltsam. Voll unnatürlich und so. So, wo ist der Juvi jetzt hier? Muss er hier irgendwo sein, weil ich ist mal reingekommen. Ja, ich stehe hier gleich direkt am Anfang, also noch auf der grünen Wiese. Ich stehe jetzt auch auf der grünen Wiese. Hinter dem Berg stehst du da? Könnte sein. Ich hüpf mal auf irgendeinen Hügel hoch. Ich bin auf irgendeinem Hügel. Von hier aus sehe ich von unserer Farm irgendwas. Okay, dann laufen wir weiter nach rechts. So, warte, von hier aus, warte, was ist das? Also du guckst auf die Farm und dann weiter nach rechts. Also in die Richtung bist du irgendwo, oder was? Würde ich vermuten, ja. Ich weiß nicht, wo der Juvi ist. Juvi ist. Ja, definiere weiter rechts. Genau. Direkt am Waldesrand quasi. Tja, hier ist überall Waldesrand. Ja, aber dann hast du doch eine Linie. So. Ja, genau. Da ist der Juvi. Guck mal die Katze an hier. Das ist keine Katze, das ist ein Hund, der versucht sich selber in den Schwanz zu beißen, das machen die öfter. Okay, aber finde ich total geil. Ich muss sowieso sagen, ich finde ja, also Haustiere sind Hunde eigentlich ziemlich doof. Warum? Also so als typisches Haustier, keine Ahnung, ich mag Hunde nicht. Aber ich finde, die sind auch irgendwie so ein bisschen so dieses Treu-Doofe, ne? Man kann sie, wie gesagt, ja, hatte ich ja schon mal, ne, erwähnt, so gut erziehen, so, dass die praktisch auch praktisch arbeiten, ne, dass die auch was bringen im Grunde. Aber alles in allem, als Haustier finde ich jetzt einen Hund eigentlich ziemlich dumm. Ich weiß nicht, jetzt kommen bestimmt gleich Hundebesitzer und sagen, nein. Finde ich aber auch nicht, also. Keine Ahnung, also irgendwie, nee, also ich meine, keine Ahnung, so Hunde haben so eine treu-doofe Art, ne? Ja, aber das ist ja das, was sie ausmacht. Ich finde Katzen zum Beispiel ultra lästig. Katzen kann ich auch nicht, aber ich kann allgemein. Haustiere muss nicht sein. Ja, ich bin aber auch nicht so ein Fan von, das stimmt schon. Also, Haustiere ist auch nicht so ganz meins. Zum einen, okay, das liegt auch an unserem Job vielleicht ein bisschen, weil wir überhaupt keine Zeit für ein Haustier hätten. Im Leben nicht. Ich habe nicht mal Zeit für irgendwelche Pflanzen. Ich würde es schaffen, den Kaktus vertrocknen zu lassen. Das habe ich auch schon geschafft. Weil die muss man ja so selten gießen, dass man ihn irgendwann vergisst. Ja. Wie? Ich hatte einen Kaktus. Da ist nur dieses vertrocknete Etwas. Ach. Nee, das war da nicht, oder? Das kann ja nicht gewesen sein. Nein, das wäre ja seltsam. Ich habe zwei Eier gefunden. Grats, wurde auch mal Zeit. Das war gemein. Grats. Das wurde ja auch mal Zeit, weißt du? So, jetzt habe ich aber genug Holz da, um jetzt eine Menge Trappen zu craften. Ich gehe mal ein paar Hühner legen, ne? Okay, geh mal ein paar Hühner legen. In den Hühnerstall. Denn der Barlas fährt im Hühnerstall Motorrad. Oh, apropos im Hühnerstall Motorrad fahren. Hm. Ich gehe gleich mal Feld abernten. Und ein bisschen Kühe züchten. Ja, dann baue ich schon mal hier oben das Dach ein bisschen weiter. Weil wir brauchen immer noch Bücher, wie immer. Irgendwie braucht man ständig Bücher. Ja, ne. Auch wenn man gar nicht lesen kann, das ist voll seltsam. Das mit der Bibo war in dem Punkt auch eine echte Scheißidee. Aber nur in dem Punkt. Ansonsten finde ich das eigentlich cool. Ja, so eine Bibliothek ist eigentlich schon wichtig, ne? Ja, aber es ist halt ein bisschen dumm, weil man muss halt viel machen. Es ist halt viel Arbeit, ja. Also, da weiß man das, weil sie Bücher halt einfach. Balancing-technisch, dass es halt nicht so viel Arbeit, also dass der Arbeitsaufwand passt, halt einfach, sag mal, ne? Dingsen mussten.
schwerer zu craften. Ja. Sehr viel schwerer sogar. So, schau mal, wie viele Eier habt ihr hier gelegt? Scheiß Hühner! Mit 2 Eier, was ist hier los? Jetzt habe ich 4 Eier, okay. 3, 4. Da ist noch eins gefallen, 5. Also im 5. Ei war auch noch nichts. Naja, im 7., ne? Ja. Nein, eigentlich in jedem 8., glaube ich. In jedem 7. Ei gibt's was. Ach, komm, Quatsch, hier, so, jetzt. Waha, Juve hat nicht mitgekriegt, dass ich mir was in den Mund gesteckt habe, was Süßes. Waha, da baue ich doch gleich mal die Treppe wieder falsch rum an. Du und du, los, ihr beiden dicken Berthas. Küsst euch und macht ein kleines Mini-Bertha. Ja, so funktioniert das normal. Ja, klar. Lieber Dr. Sommer, kann man vom Küssen schwanger werden? Ja. Yep. Zwillingswahrscheinlichkeit ist besonders hoch. Scheiße. So, los. Liebt euch über den Zaun. Ich schaff das. Sie haben es wirklich geschafft. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bin ein großer Magier. So. Die Kühe sind ein bisschen gepaart. Es dürften 6 Babykühe mehr sein jetzt. Na, jetzt aber. Wie baut ein Dach, glaube ich, wenn ich das höre? Ich bin stolz auf Juri. Ich bin die Ruhe in Person. Bitches. Was machst du da? Da muss ich schon wieder dran denken, weil du Bitches sagst. An dieses Bild von dieser Solarbank. Pipi, Slatz. Was? So eine Solarbank, ne? Da steht halt so ein paar Augen drauf gemalt und unten drunter steht so als Spruch drunter: Feed me, Sluts. Das ist cool, irgendwie. Das fand ich so absolut episch. So, wollen wir von oben das Dach komplett spitz zumachen oder wollen wir da eine Glasebene reinsetzen? Ich würde hier sogar einfach nur eine Glasebene reinhauen, glaube ich. Weil das ist halt jetzt nicht zu groß wird auch, ne? Ja, oder wir dichten es einfach mit Half-Slabs ab, dass es von innen noch ein bisschen höher wirkt. Ja, aber dann würde ich das jetzt hier schon machen, glaube ich. Ja, also da will ich jetzt gar nicht mehr so viel höher gehen von dem Rand. Nee, ich glaube, wir lassen es auch mal so. Und Half-Slabs finde ich fast noch besser als Glas. Dann mach mal Half-Slabs da oben rein. Gut, dass ich noch 2 Werkbänke dabei habe. Ist natürlich wieder geil, weil ich 1000 Treppen gebaut habe. Ja, aber die werden wir schon nochmal irgendwann brauchen. Du wirst schon nochmal irgendwann ein Dach bedecken dürfen. Yay, yeah, da freue ich mich schon total drauf. So, schauen wir mal. Was haben wir jetzt hier noch? Dann haben wir das Ding. Was haben wir hier draußen? Ich habe Kakao dabei. Hey. Du kannst uns auch den Weg mal weitermachen. Okay. Irgendwie einen guten Anschlusspunkt an den oben finden. Da muss ich aber ganz ehrlich gestehen, habe ich im Augenblick wahrscheinlich nicht die richtigen Materialien dabei. Ja, aber guck doch mal in die ganzen Kisten da oben nach. Da stimmt, da oben hatten wir auch noch ein paar Sachen. Ja, du hast recht. Da dürfte eigentlich nur irgendwas rumliegen, was man gebrauchen kann. Ich habe keinen Cobblestone gefunden. Aber ich glaube, Eiche sieht wirklich halt. Was ist das da unten? Ach, Eiche ist auch kein Problem. Die ist da. Alle da, Mensch, Jung. Und für den Fall, dass du keinen Cobblestone findest, da gehen wir nochmal schnell in die Mine für. Minen! Entschuldigung, ich hab da so ein bisschen eine Phobie. Ja, Minen sind schon kacke. Vor allem, wenn man drin stirbt. Jo. Idiot. Na komm, fass immer in die eigene Nase. Meine ich ja, ich bin ja drin gestorben. Ich auch. Darum ging's ja. Also, mir ging es gerade um mich, nicht um dich. Achso, okay. Idiot. Ja, finde ich auch. Muss man schon ganz schön doof sein, um von einem Spinnenspawner, der vor der Lava steht, rumzuhüpfen, ne? Also, das ist schon ganz schön bescheuert. Jetzt überlege ich gerade schon, soll ich das Dach trotzdem spitz zulaufen lassen, so rein optisch? Sag mal, wo willst du den spitz zulaufen lassen? So, das Hafengebäude würde ich fast ein bisschen flacher wirklich machen. Das würde dann so aussehen wie auf der Seite da gerade.
Ich sehe es gerade nicht, Moment. Hier. Ja gut, aber da oben hast du nur Half-Steps hergenommen praktisch, oder? Ja, richtig. Volle Blöcke. Ich mach das so voll, weil ich meine, das wirkt dann auch nicht so extrem spitz zulaufend. Ja, denke ich eben auch. Ups. Das hat was. Ist zwar ein kleiner Absatz gleich drin, aber was soll's, oder? Ja, das passt schon. Die ist schon okay. Ich denke auch. Dann machen wir das mal. So, das machen wir so, dann machen wir das so und so. Dann haben wir einen Horaffen auch gleich fertig. Der Horaffen? Du Horaffen. Da habe ich auch eine Folge benannt. Ja, ich habe es gesehen. Voll skilliges Wortspiel. Echt, meinst du? Ja. Ich find's schlecht. Ja, total cool, Bro. Also du bist auch schlecht. Ach, deine Mutter ist auch schlecht. Wirklich. Das ist kein Spaß. Das war richtig gemein. Jetzt hast du meine Gefühle verletzt und die von Mutti. Oh. Mutti. Mutti, du bist mein gewesen. Ja, du bist die Mutti vom Ballas. Ich soll dir sagen, du bist gemein gewesen. So geht das ja nicht, ne? Junger Mann. Jetzt hör mal zu. Genau, jetzt setzen wir uns mal hin. Jetzt setzen wir uns mal hin und dann setzt es was. Hä, Moment. Ja, wir? Uns? Sitzt du denn schon? Ja. Ja. Schon lange, ne? Ich sitze die ganze Zeit. Also ich meine, ne, ich habe hier für den Sitzplatz bezahlt. Klar setze ich mich da. So, Dach fertig. NP, GZ, du weißt schon. Ja, danke. Jetzt habe ich leider keine Fackeln mit, um was anzufackeln. Haben wir noch Fackeln da zum Fackeln? Oder müssen wir da welche machen? Ich habe 3. Habe ich die mal hingeschmissen. Die das reicht nicht so wirklich, aber schon mal ein Anfang. Doch, das reicht voll. Das ist keine Ahnung. Und Kohle haben wir auch nicht, ne? Nee, wir sind beide arm, das weißt du doch. Ja, ich hab die ja im Haus, ne? Nicht? Ja? Du hast Kohle im Haus? Echt? Ich komm mal wieder bei dir vorbei. Ein bisschen Kohle abholen. Ziemlich viel Kohle im Haus. Jetzt hab ich gerade meine Dose umgeschmissen. Moment, das muss ich mal ganz kurz bereinigen. Juvi hat rumgesaut, Juvi hat rumgesaut. Ich hab vergessen, dass sie da steht. Juvi hat rumgesaut, weil er vergessen hat, dass da was steht. Und die habe ich nicht gesehen, weil das Mikrofon davor ist, wohlgemerkt. Und er ist blind. Ich hasse dich. Ich dich auch. Ist schön. So, schauen wir mal. Ich jetzt hier die halbe Kiste zerhack. Bleibt der Rest in der anderen halben Kiste. Perfekt. Ja, das ist aber wirklich so. Das wusstest du nicht. Oh mein Gott, Noob. Oh L2P. Du bist so dumm, ey. Digga. Wir müssen hier auch mal Lampen hinbauen. Digga. Digga, ey, echt Digga. Ey, scheiße. Aber weißt du, ey, gerade eben hab ich Lampen abgerissen. Komplett. Tutu komplett. Nichts Lampen mehr. Ah. Weißt du, Bro? Ne, weiß ich nicht, Bro. Ey, scheiße. Aber müssen wir trotzdem mal machen. Jo. Es wird gerade Nacht. Wir brauchen Lampen, Juvi. Brauchen wir schnell Lampen. Jetzt habe ich fast die Befürchtung, wir haben bald irgendwie keine Glowstones mehr. Also ich habe bei mir noch 46 Stück oder sowas. Ach, puh, okay. Das beruhigt mich. Und ein bisschen sollte ich auch noch haben hier irgendwo. Muss mal schauen, irgendwo die Kiste, die im Keller bei mir im Haus leuchtet, ne? Da ist der Glowstone drin. Hahaha. Das wäre aber wirklich cool, wenn es rausleuchtet. Das wäre wirklich ganz cool, ja. Oder wenn du Fackeln in der Kiste lagerst, fängt die Feuer oder so. Genau, das wäre praktisch. Das wäre praktisch, vor allem wenn du ein Holzlager hast und dann die ganze Bude abbrennt. Ja, genau. Sowieso. Das stelle ich mir schon ganz cool vor. Wer würde denn bitte schon auch eine brennende Fackel einlagern? Hallo, wie doof kann man sein? Oh, scheiße, mein Haus brennt. Nein. Okay, der Ballast ist so. Ja. Hui. Aber zack. Sei ehrlich, du hättest es auch gemacht. Ja, vielleicht. Ihr seht ja, ich hab's ganz gemacht.
So, ich bringe jetzt keine Glowstones mit, das können wir uns für später nochmal aufheben. Weil wir auch mal ein bisschen gucken müssen, wie wir den Marktplatz auch beleuchten. Weil das ist ja alles schon noch sehr duster. Ja, ein Marktplatz ist auch nachts zu. Ja, aber ein paar Lampen müssten trotzdem da sein. Nein, da wird ja nachts sind ja die ganzen Verbrecher unterwegs. Achso. Schubi, musst du auch mal mitdenken. Nee, hab ich mit aufgehört. Ja, ich weiß. Ich kenn dich doch. Das ist mein Juwel. Ballas, das ist ein Baum gewachsen. Hinter meinem Rücken? Ja. Scheiße, Mann, die jagen mich. Hinterhältiger Baum. Psst. Sag nix. Die belauschen uns. Meinst du? Ja, ich glaube schon. So, wo bauen wir denn? Natürlich ist es genau der Baum, der eigentlich unerwünscht ist. Du bist unerwünscht, Baum. Niemand will dich haben. Niemand liebt dich. Ich hoffe, du weißt das. Alter, ist das dunkel hier geworden. Bitte schön. Ja, genau. Jetzt sitzt die Fackeln dahin, wo ich sie gleich wieder wegreiße, ne? Ja. Erhöht den Spielspaß, ne? Ich renne einfach die Felder unten runter ab, dann gehen die Fackeln auch kaputt. Kommen die auch mit ins Inventar. So. Hätte der Herr gern eine Schaufel? Nein, ich brauche keine scheiß Schaufel. Ich will eine scheiß Schaufel nicht. Gut, dann nicht. Ich baue mir jetzt selber eine aus Stein, die ist viel besser als deine aus Eisen. Ups. Siehste, weil mit deiner scheiß Eisenschaufel greift sich viel zu tief ein. Schau, ich krieg den Boden auch weg. So. Ich verteile hier einfach mal kurz sinnlos ein paar Fackeln. Also sinnlos? Aber sinnlos sind die Fackeln noch gar nicht. Meinst du nicht? Nee, wir kriegen ja Licht dadurch. Na, jetzt. Können ja gar nicht sinnlos sein. Wenn wir genug Fackeln in der Eiswelt aufstellen, meinst du, die schmilzt? Die Fackel? Ja, genau. Da ist Baum gewachsen. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ich glaube nicht. Ich auch nicht. Also nicht komplett. Wenn du so ein 9er-Feld Fackeln aufstellst oder sowas, schmilzt doch keine ganze Eislandschaft. Na, hätte doch klappen können. Das wäre dumm. Musst du schon 10 Fackeln aufstellen. So, das sieht ja schon mal gut aus. Exotische Bäume am Hafen? Naja, also die kommen noch weg. Finde ich aber auch nicht unbedingt schlecht. Das hat so ein bisschen was von so einem exotischeren Hafen dann. Ja, also wir könnten hier sowieso bewäldern, finde ich. Dass man den Hafen nicht gleich so sieht. Oder? Machen wir den Hafen dicht. Oder hast du eine Idee, was man sonst hier bauen könnte? Ich finde Wald eigentlich ganz cool.